Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Diese Stunde heute Abend hier in unserem Dom, sie will uns einladen, für einen Augenblick innezuhalten. Sie will Gelegenheit bieten, zu uns selbst zu kommen, über die Geschehnisse des in diesem Jahr zu Ende, das in diesen Stunden jetzt zu Ende geht, nachzusinnen, zu danken für das, wofür es zu danken gibt, um Vergebung zu bitten für das, wo wir schuldig geworden sind, um unseren Blick angstvoll oder auch hoffnungsfroh auf die Zukunft zu werfen, auf jeden Fall aber, um unser Leben neu und entschiedener als bisher in Gott zu verankern, der in sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint. 2018, das war aus Sicht unserer Kölner Kirche ein Jahr mit viel Licht, aber auch mit sehr, sehr, sehr viel Schatten. Und das ist in diesem Jahr nicht einfach nur eine hohle Phrase. Wir haben viele große Ereignisse miteinander feiern dürfen, die hoffnungsvoll stimmen und an die wir im kommenden Jahr gerne anknüpfen wollen. Besonders eindrucksvoll war die schier unglaubliche Zahl von über 15.000 Sängerinnen und Sängern, die in unserem Erzbistum im Juni an einer Kirchenmusikwoche teilnahmen. Einfach himmlisch, so waren diese Tage überschrieben. Einfach himmlisch waren sie dann auch diese Tage mit ihren vielfältigen Veranstaltungen, den wundervollen festlichen Gottesdiensten, der großartigen Abschlussveranstaltung in der Lenzes Arena. Genauso beeindruckend war die Zahl von über 2000 Ministranten unseres Bistums, die im Oktober zu einer intensiven, den Glauben und die Gemeinschaft stärkenden Wallfahrt nach Rom aufgebrochen waren. Zugleich fand dort mit Papst Franziskus die Jugendsynode statt. Wir haben in diesem Jahr zahlreiche Jahrestage begangen. Der Diözesanverband unserer Frauengemeinschaft feierte ihren 100. Geburtstag, die Universität Bonn ihren 200. 50 Jahre zuvor wurden in unserem Erzbistum weltweit die ersten ständigen Diakone geweiht und unser langjähriger Weihbischof Manfred Melzer wurde nach langer und schwerer Krankheit am 9. August von Gott heimgerufen. Diese Momente, liebe Schwestern und Brüder, hatten alle einen eigenen Wert. Aber wir alle werden wahrscheinlich im Rückblick mit dem Jahr 2018 nur ein Thema verbinden, denn überschattet wurde dieses Jahr vor allem durch die sogenannte Missbrauchsstudie, die sexuellen Missbrauch in der Kirche über einen Zeitraum von 70 Jahren aufgearbeitet hat. Wir haben hier Schuld und Versagen einzugestehen. Dass solche Verbrechen in unserer Kirche möglich waren, das macht betroffen und das treibt Schamesröte ins Gesicht. Schamesröte auch darüber, dass wir als Verantwortliche in der Kirche Betroffenen nicht geglaubt haben, sie nicht im Blick hatten, sondern in der Vergangenheit eher bereit waren, die Institution Kirche zu schützen. Noch einmal sage ich, das tut mir von ganzem Herzen weh und leid, und ich möchte mich am letzten Abend dieses Jahres noch einmal ganz bewusst
für alles Versagen, für alles Verschweigen und möglicherweise auch vertuschen, entschuldigen und erneut versprechen, alles dafür zu tun, dass sich solche Verbrechen in unserem Bistum heute nicht mehr wiederholen können. Und ich erneuere mein Versprechen von September. Wir tun alles, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Damit sich derartiges nicht wiederholen kann, optimieren wir fortlaufend unsere Prävention und Interventionsarbeit. Dazu gehören Schulungen, die mittlerweile über 100.000 hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Erzbistum absolviert haben. Dazu gehört, dass wir als eines der ersten Bistümer einen Betroffenenbeirat eingerichtet haben, der Betroffenen eine Stimme verleihen soll. Dazu gehört der eigene Interventionsbeauftragte unseres Bistums und dazu gehört eine vollständige Aufklärung über die MHG-Studie hinaus. Die Originalakten aller uns bekannten Fälle von sexualisierter Gewalt sind inzwischen der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Im Januar startet außerdem eine unabhängige Untersuchung zur Aufarbeitung von Sachverhalten im Kontext von sexuellem Missbrauch, für die wir eine Münchner Anwaltskanzlei mit entsprechender umfangreicher Expertise beauftragt haben. Diese Prüfung soll ohne Ansehen der Person unter anderem die Rolle von Verantwortlichen, auch von Bischöfen, Generalvikaren und Personalchefs klären. Gebe Gott, dass es gelingen möge, die Pest des sexuellen Missbrauchs am Leibe Christi der Kirche ein für allemal zu kurieren. Der Blick auf das neue Jahr ist auch ein Anlass, auf das Weltgeschehen zu blicken. Zusammen mit vielen anderen hat mich in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr etwas erschreckt, vor dem ich bereits auf den Tag genau vor einem Jahr an dieser Stelle gewarnt habe. Es ging damals und es geht heute um ein neues Werkzeug namens CRISPR-Cas9, was in der Wissenschaft für Euphorie sorgt. CRISPR, liebe Schwestern und Brüder, das ist eine Genschere, mit der Genetiker oder sagen wir besser Gentechniker das Erbgut eines jeden menschlichen Organismus verändern können. Dieses Verfahren verspricht neue Chancen gegen AIDS und Krebs und viele Erbkrankheiten, auch bei der Züchtung von Tieren und Pflanzen. Sicher dürfen wir annehmen, dass viele dieser Forschungsinteressen von dem dringenden Wunsch getrieben sind, Leid zu lindern, Hunger zu stillen und das Leben einfacher und besser zu machen. Man kann das Ganze aber auch pervertieren. So wurde an dem symbolischen Datum kurz vor Weihnachten die ganze Welt von der Nachricht erschüttert, dass in China ein Mann Gott gespielt hat. Ein Forscher erklärte in Hongkong, er habe Babys genetisch verändert. Inzwischen verweisen Stimmen darauf, dass die CRISPR-Schere in diesem konkreten chinesischen Experiment zwei völlig neue Mutationen eines Rezeptors erzeugt haben könnte, deren Effekte gänzlich unbekannt sind. Mich lässt das erschauern und es macht deutlich, wir sind technisch viel weiter als mit unserem ethischen Kompass. Wir können technisch Dinge vollziehen, deren Folgen wir nur schwer abschätzen können und von denen wir noch gar nicht wissen, ob wir ethisch dafür
bereit sind. Die Genschere zeigt uns, wie erwachsen wir mittlerweile in manch technischen Versuchen und Verfahren sind, obwohl wir im ethischen Umgang damit noch in den Kinderschuhen stecken. Nicht wahr, liebe Schwestern und Brüder, niemand würde einem Kind ein Skalpell in die Hand geben, mit dem man eine heilsame Operation durchführen, aber eben auch sich selbst verletzen kann. Es braucht einen verantwortlichen Umgang. Analog dazu birgt CRISPR neben der guten Möglichkeit, Krankheiten zu bekämpfen und zu heilen, für den Menschen auch die Möglichkeit, Schöpfer zu spielen. Deshalb brauchen wir dringend einen Dialog der Fachleute über den angemessenen Umgang mit dieser Technik. Der Umgang darf nicht den Wissenschaftlern allein überlassen werden, auch erst recht nicht einem einzigen Wissenschaftler, der einfach Grenzen durchbricht und mit Kühnheit Fakten schafft. Deshalb ist eine gesellschaftliche Debatte notwendig zwischen Fachleuten, Ethikern und, hier mache ich ausnahmsweise mal die Schultern breit, auch den Kirchen. Denn wir sprechen hier über etwas Unverfügbares, wir sprechen hier über das Leben. Fragen zum sogenannten Humanum können wir aber nur dann angemessen diskutieren, wenn wir über uns hinausgreifen, wenn wir über den bloß praktisch-technischen Nutzen für uns zugleich nach etwas Absolutem fragen, nach Gott. Die Gentechnik, ich bin überzeugt, sie wird mit Sicherheit einen vernünftigen Nutzen im Lebensverlauf des Menschen finden. Aber als Keimbahneingriff am Embryo ist die Gefahr des Verlustes der Achtung vor dem Menschen in seiner ganzen Unvollkommenheit sehr groß. Bei allen gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen, die über den Umgang mit diesem mächtigen Werkzeug in den kommenden Jahren getroffen werden, muss klar sein, es darf kein Leben nach dem Baukastenprinzip geben. Menschen mit Krankheiten und Behinderungen, auch mit erblichen, gehören zum Leben und ins Leben. Sie gehören in unsere Gesellschaft und zu unserer Gesellschaft. Und sie alle verdienen die Chance auf dieses eine Leben. Und das darf nicht das Produkt eines Designers sein, sondern eine unglaublich kostbare und unberechenbare schöne Schöpfung Gottes. Ob dieser chinesische Forscher wohl auch nur annähernd ahnt, was er da getan hat und was für eine Büchse der Pandora er da geöffnet hat? Man wird das Jahr 2018 auch nicht vorbeiziehen lassen können, ohne genau 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges dankbar zu sein. Seit mehr als 70 Jahren lebt dieses Europa weitgehend im Frieden. Wenn wir einmal für einen kurzen Augenblick von den kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan und die aktuellen Geschehnisse zwischen der Ukraine und Russland für einen kurzen Moment ausblenden. Dieser europäische Friedensraum, liebe Schwestern und Brüder, ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, an ein Leben in Sicherheit. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt,
an einen gemeinsamen Währungsraum, an eine Wirtschaftsgemeinschaft, an ein christlich geprägtes Wertesystem, das uns Freiheit, das uns den Schutz der Würde der menschlichen Person, das uns Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit garantiert, dass wir offensichtlich nicht mehr wissen, was wir da alles aufs Spiel setzen oder sogar verspielen, wenn der Trend zu Nationalismus und Abschottung sich weiter durchsetzen. Jeder für sich und ich für mich. So lässt sich Europa nicht gestalten. So gerät Europa unter die Räder nationaler Egoismen. Und vor denen bewahre uns Gott. Im September wurde unser Dom für Tage zum Mahnmal des Friedens. Dona nobis pacem strahlte es da in den nächtlichen Himmel und in die Herzen der Menschen. Ja, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, bedarf es der Erinnerung, wohin nationalistisches Denken und nationalistische Politik Menschen führen. Sie führen sie ins Verderben, liebe Schwestern und Brüder. Sie führen sie ins Verderben. Das gemeinsame Haus Europa dagegen sichert uns den Frieden. Das dürfen wir unter keinen Umständen gefährden. Als Christen sollten wir überzeugte Europäerinnen und Europäer sein. Und als solche haben wir aus dem Grauen der beiden letzten Weltkriege gelernt. Und wir wollen deshalb weiter arbeiten, mitarbeiten an der inneren und äußeren Einheit Europas. Deshalb dürfen wir uns nicht durch ökonomische oder gar nationalistische Eigeninteressen auseinanderdividieren lassen. Europa gehört zusammen und es kann nur solidarisch die großen Herausforderungen von Krieg und Frieden an seinen Außengrenzen, die großen Herausforderungen von Migration und Integration, der Schaffung und der Implementierung gerechter ökonomischer Lebensverhältnisse weltweit, gerade auch in den Ländern Afrikas, bestehen, wenn wir hier endlich aufhören, auf Kosten anderer, insbesondere auf die Kosten der Armen zu leben. Nur dann werden wir in Europa Frieden und Gerechtigkeit und Wohlstand wahren können. Im kommenden Jahr, liebe Schwestern und Brüder, wird in Europa gewählt. Da dürfen wir Christen nicht fehlen. Europa war von seinen frühesten Anfängen an fest verbunden mit dem christlichen Glauben. Das kann nicht verwundern, denn es waren vor allem die christlichen Glaubensboten, die die Völker unseres Kontinents bereits vor Jahrhunderten geeint haben. Benedikt von Nursia, Bonifatius, der aus England zu uns herüberkam und zum Apostel Deutschlands wurde, Willibald, sein britischer Landsmann, der erste Bischof von Eichstätt wurde, Kilian aus Irland, der nach Würzburg kam, Liborius, der aus Gallien kam, nach Paderborn, Brigitta aus Schweden, Cyrill und Methodius aus den slawischen Ländern Europas und. Die Aufzählung, sie ließe sich noch lange fortsetzen. Sie alle, liebe Schwestern und Brüder, sind nicht nur große Heilige der Kirche. Sie und andere gehören auch zu den Baumeistern Europas und unserer abendländischen Kultur. Was aber war für sie das einigende Band? Etwas Großes,
etwas Fundamentales, wie eine friedliche Union aus mehreren Völkern, muss grundgelegt werden durch etwas adäquat ebenso Großes und Versöhnendes und Einendes. Für die eben genannten christlichen Baumeister war das die Perspektive Gottes. Es war der Glaube an den einen Gott, so wie dieser sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Wie einst, so kommt es auch heute entscheidend darauf an, dass es Menschen gibt, die Gott die erste Perspektive in allem und jedem einräumen und ihm geben, was Gottes ist: Anbetung, Ehrfurcht, Gehorsam. Dann wird auch den Menschen gegeben, was des Menschen ist: Freiheit, Friede, Gerechtigkeit, Achtung vor der unantastbaren Würde jedes Menschen. Diese Ideen, liebe Schwestern und Brüder, die entstehen nicht aus einem interessengeleiteten Umgang miteinander. Es braucht auch heute wieder eine solche Vision für Europa, wie sie die Gründungsväter der EU und schon vor ihnen die ersten Missionare hatten. Europa braucht Staatenlenker, die nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner fragen, sondern die unter sich und mit den Menschen Europas gemeinsam das Fundament weiterspinnen und nach der nächsten Idee suchen, nach einer neuen Vision von einem Europa von heute. Und es braucht Menschen, die den Wert einer solchen Vision erkennen und unterstützen. Europa, liebe Schwestern und Brüder, braucht Menschen, die sich lieber wieder in einer Volkspartei gestaltend engagieren, statt sich zynisch in Twitter oder anderen Social-Media-Debatten zurückzulehnen. Und dafür muss mancher die eigene von Chatbots und Scharfmachern kontrollierten Meinungsblasen links wie rechts auch einmal zum Platzen bringen lassen, um das große Ganze in den Blick zu nehmen. Ein solches Europa ist ein offenes Europa, ein freiheitliches, ein solidarisches Europa. Ein Europa, das um seine Wurzeln weiß und gerade deshalb auch keine Angst vor Überfremdung haben muss, das solidarisch gibt, aber auch selbstbewusst vor der eigenen Geschichte, Eingliederung und Identifikation verlangen darf. Weil ein solches Europa für Gott ein Herz hat. Deshalb hat dieses Europa auch immer ein Herz für alle Menschen, besonders für die Notleidenden, die zu uns kommen, die wir aber auch mittlerweile in großer Zahl bei uns selbst finden. In diesem Sinne und in dieser Grundhaltung wollen wir nun, liebe Schwestern und Brüder, das neue Jahr erwarten und beginnen. Es ist die Haltung und das Bemühen im neuen Jahre, in allem Gott zu suchen, ihm im Allen die Ehre und Anbetung zu geben. Und ich bin mir ganz sicher, wo das gelingt, wo Gott in der Höhe die Ehre gegeben wird, da wird 2019 Friede sein auf Erden, allen Menschen seines Wohlgefallens. Amen.